first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? Das begann, als Atlantis in mir versank. Und das endete, als die Söhne des Alters die Macht erhielten. Ich will erzählen von Conan, der dazu ausersehen war, in diesem Sand der großen Abenteuer seine Stirn, hinter der sich viele Sorgen verbargen, mit der Juwelenkrone von Attributen zu schmücken. Ich will die Geschichte meines Herrn erzählen. Now that you've chosen, what will you become? Willkommen im Buddies VR Lounge. Heute schauen wir uns Conan Exiles mit der Pimax Crystal an und ich muss schon sagen, das sieht halt verdammt gut aus. Es ist halt wirklich ein verdammt hochauflösendes Headset und das sieht man hier sehr gut. Hier mit dem Unreal Engine VR Injector Mod übrigens, ist ja klar. So, ein bisschen habe ich schon gemacht, habe diese das erste Tutorial erledigt. Aha, das Radarmenü öffnen soll ich. Okay, wie mache ich das Radarmenü? Das ist eine gute Frage. Auf die ich jetzt leider keine Antwort weiß, ne? Hier ist mein Inventar. Ach, da hinten. Das ist Bazaar. Mit Radar. Was falsch? Hier. Oh. Age of War. Herausforderung. Karte. Reise. Das haben wir jetzt erledigt. Machen wir hier das genau. Wir hätten eine Zuflucht. Der Bau einer Zufuhr erfordert Basismaterial und das Wissen um deren Bearbeitung. Ach, mach mal. Wie kann ich das anwählen? Ist das jetzt angewählt? So, jetzt muss ich hier. Also es ist wirklich sehr geil, das in VR zu spielen. Man kann auch in die Ego-Perspektive wechseln, da. Das geht auch. Kopf passt auch ganz gut drauf. Ist auch ganz hübsch. Ah, diese. Lichteffekt ist halt echt nice, ne? Ja, schon. Ja, grunzt doch nicht so. Da hinten. So. Aber ich finde das eigentlich auch ganz cool in der, Third Person. Ja. Kann man machen. So, Steinmetzwissen freischalten. Ja. Wieder falsche Taste. So. Okay, da kann ich jetzt hier was drücken. Okay. Was ist das hier? Anstatt da auch schon. Ah, das geht noch nicht. Ah, die Steinaxt ist ein nützliches Werkzeug, aus dem du Holz und Bäume. Raumschiffe gewinnen kannst, stelle im Handwerksmenü dein Inventar eine Steinaxt her. Habe ich die nicht schon gebaut?
Ist hier in dem Menü, wenn ich mal rüberkomme? Oh, Konstruktionshammer, nice. Das ist die Steinaxt hier, herstellen, einmal. Bitteschön. So. Ich wollte jetzt keinen hauen. Falsche Taste gedrückt wird. War das nochmal hier? Nein, das ist die Karte. Nein, das auch nicht. Das auch nicht. Hier, das ist das Menü. Und war arbeite Bäume, mach mal. Zack, 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 zack. Ja. Ha, habe ich schon gemacht, ne? Wahnsinn, nehmen wir den auch mal auf. Der Konstruktionshammer dient dem Bau von Gebäuden. Stelle ein. Ja, mach mal Hämmersche. Ach, guck mal hier, diese Wetterwechsel. So was finde ich auch so geil. So eine schöne Skybox. Auch nice, ne? Richtig schön. Also lohnt sich in VR sehr. Conan Exiles. Würde ich mal so behaupten. So der Konstruktionshammer. Machen wir den auch noch. Alter, was habe ich denn jetzt da drin? Ach, Holz habe ich auch gemacht, alles klar. Ein Fundament bauen. Drücke. Alter, ist dunkel. Dahin ist Licht. Ja, mach mal dahin. Ich mag ja nicht im Dunkeln arbeiten. Wo sind wir denn? Ja, Arbeitssicherheit nämlich, ne? Da haben wir auch Licht. Oh. Wer ist das? Wer will mir etwas von mir? Da. Ich glaube, ich habe die falsche Waffe dafür. Muss man einfach mal sagen. Oh, der kämpft weiter. Das ist halt mein Problem, ne? Hier. Oh. Gleich bin ich tot. Man merke, man sollte sich nicht zu früh mit irgendwelchen Kriegern anlegen. Ja. So, das ist natürlich ärgerlich. Jetzt bin ich hier irgendwo. Nicht mehr da, wo ich war. Und ich habe auch nichts mehr. Ach, Mann. Fängt man wieder bei Null an. Ja, geil. Ah. Und das in der Kälte. Das in der Nacht. Nix mehr. Gar nichts mehr. Wo soll ich denn jetzt her? Ich armer, nackter Mann. Ey, der Mond hat auch eine eigene Rotation. Schön. Ich liebe solche Details. Geil. Er ist ein bisschen flott unterwegs, aber er ist unterwegs, ne? So, hier sieht es wieder grüner aus.
Stein, super, Stein. Ich brauche keinen Stein. Ey, du willst von mir? Ich hab dir doch noch gar nichts gemacht. Jüngsche. Oh, hast du davon? Ja? So sieht's aus. Einfach einen nackten Mann hier angreife. Geht ja gar nicht. Komm, lass mich in Ruhe. Kriegst du auch einen auf den Deckel. Aber das war auch nicht gut. Das war überhaupt keine gute Idee. Das war so eine bescheidene Idee. Ich sollte nicht so viele bescheidene Ideen haben. Gibt's nur Steine. Oh, jetzt wird's wieder heller. Roter Sand. Oh, was sage ich hier? Das geht so gar nicht. Ja, machen wir doch mal anders da. Warte mal. Zurück zum Hauptmenü. Ärgerlich. Weiter. Einzelspielermodus. Genau, an einer sehr blöden Stelle bestimmt. Ja, genau, aber wenigstens Tag. Ist doch viel freundlicher. Da kennt man wenigstens was. Ach, lasst mich doch in Ruhe! Steine, 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 Steine. Brauch Klamotten. Keine Steine. Pflanzenfaser, da haben wir sie endlich. Ja. Habe ich übrigens meine Ruhe hier. Ich muss gleich mich um meine Wunden kümmern. Wenn ich jetzt hier übrigens in die Ego-Perspektive gehe, bleibt auch dieser rote Schadensrahmen. Ein kleiner Immersionsbreaker. Geht aber, wenn man aufpasst und man halt nicht zu viel Schaden bekommt, dann taucht der halt nicht auf, ne? Wir müssen uns gleich auch um unsere Wunden kümmern. Und schön erstmal Zeug aufsammeln, damit wir uns auch wieder Klamotten bauen können. Ach, guck mal hier, was für einen schönen Armreif ich habe. So, schauen wir mal. Fehlt mir Material für. Mal gleich. Okay. Hat er direkt angezogen? Nice. Für den Kopf haben wir da auch was? Ne, ne? Noch nicht. Alles klar. So, dann. Genau, schön einbandagieren. Was ist denn hier das?
Okay, dann sind wir schon wieder. Stehen wir schon wieder besser da. Müssen wir nachgucken, ob wir Hölzer finden. Äste. Ach, geh doch deinen eigenen Dung her. Alles mitnehmen. Er geht nicht. Steine. Äste. Oh, Eier. Morgens ein Ei, abends ein Ei. Hier, den machen wir nichts. Die magisch. Die sind ganz hübsch. Die gefallen mir. So. Na du? Reicht ja, wenn ich dir ein Eier klaue. Eieiei, weg hier, das machen meine Kollegen hier. Pass auf. Da. Haut der nämlich ab. So sieht's aus. Sehr freundlich. Sehr freundlich, meine Herren. So. Ach, die Geräuschkulisse, super geil, ne? Also ganze Vögel, die man hört und so. Richtig schön. Oh, hier ein bisschen eine Ego-Perspektive unterseeweg sein. Ist ja ganz nett. Jetzt können wir mal gucken, dass wir wieder was bauen. Da ist noch ein Ast. Da auch. Immer schon alle Äste einsammeln. Ist ein Survival-Spiel, ne? Und ein richtig gutes. Ja. Schön. Richtig geil in VR. So, dann bauen wir mal. Haben wir wieder unser Werkzeug, ne? Einmal die Steinpickel. Einmal die Konstruktionshammer. Geht noch nicht. Was brauchen wir dafür? Holzzwirn. So, jetzt mal gucken. Müssen wir noch mal die Axt, die Axt. Ja. Steinpickel aus. Mit dem kann man auch arbeiten, so ist das nicht. Aber wir können mal gucken, ob wir... Ne, dafür brauche ich halt ja, ne? Nicht den Konstruktionshammer, nicht den Steinpickel, die Axt. Da ist die Axt. Ja. Sehr gut. So, haben wir die schon wieder. Stufe 10 erreicht. Nice. So, ständig am Sterben, aber... Wo ist denn jetzt der Zeug hingeflogen? Naja, aber doch lieber Third Person. Da kriege ich wenigstens alles mit. Ah, das kriege ich direkt. Alles klar, cool. So... Alles klar, dann kann ich auch schon eine Ego-Perspektive machen. Warte mal. So. Holzast, Holzast. Jetzt mal schön Materialien sammeln.
sieht das gut aus. Ranken. Ja, aber es ist ganz schön viel Holz vor der Hütte. Denke ich, können wir gleich mal hier richtig loslegen. Räuschen vielleicht noch von den Fasern. Ruhig alles mitnehmen, was geht. Ah, hier, da müssen wir aufpassen. Ja, komm, weg hier. Wir haben keine Waffen. Bleiben wir hier auf unserer Seite. Legen uns mit denen erstmal noch nicht an. Wir kriegen noch ihr Fett weg. So. Gucken wir mal. Einen Trinkschlauch brauchen wir auch. Tierhaut und Zwirn, okay. Mal gucken, dass wir auch eine Waffe haben. Ein Speer hier. Oh, als Ersatz Steindolche. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Knochenklaue. Schibau? Nee. Baut auch das Material, was man vorher braucht. Nice. Feuersteinpfeile. Geht noch nicht. Knochenpfeile. Geht auch noch nicht. Rohlederbettstätte. Achso, dem will ich nichts tun. Ein Fundament bauen. Kann ich schon ein Fundament? Warte mal. Erstmal den Konstruktionshammer. Kann ich immer nicht bauen. Holz und Zwirn.
schon wieder dunkel. Versuchen wir nochmal Trick 17 von eben. Hatte ich mich gar nicht mal verkehrt. Beenden. Zurück zum Hauptmenü. Und gucken, ob dann wieder Tag ist. Ich mag das nicht, hier im Dunkeln rumzulaufen. Im Einzelspielermodus spielen. Dankeschön. Sehr geil. Okay, langsam wird mir von Durst schwindelig. Ja. Guck mal, das ist ja kein Meer, das ist ja normales Wasser. Ich kann schon was trinken. Geht das nur mit dem Schlauch? Habe ich automatisch einen Schlauch? Warte mal. Nein. Da müsste ich doch sehen. Ne, ich habe keinen Wasserschlauch. Ärgerlich. Aloe-Blätter gefunden, sehr nice. Handvoll Insekten gefunden. Wo sind hier die anderen Typen? Da nicht. Na, wo bleiben sie? Die waren doch hier irgendwo. Da. Habe ich doch einen gehört. Hä? Hörst du sie, aber siehst du sie nicht? Da oben. Kaktus, schauen wir uns nachher mal an. Komm ich da jetzt hoch? Da. Wunderbar. Na komm her. Wir werden mit so vielen kämpfen. Kadaver plündern. Ja, mach doch mal. Ach.
kann ich jetzt den Kadaver plündern? Aber warte mal. Mit einer, Genau, Wildfleisch, richtig. Alles klar. Welche Tierhaut bräuchte ich? Was hat denn? Der ist explodiert. Krass. Okay. Was liegt denn da? Ich will das haben. Keine Ahnung. So, geht nicht. Kann ich nicht nehmen. Da. Ufrianisches Tagebuch. Beschreib mal ein Stück Kohle und Blätter werden mir an diesem Ort. Ja, sehr schön. Komplett gelesen. Ist auch nice. So. Brauchen immer noch einen Wasserschlauch. Ja, ich weiß. Dein Magen knurrt, okay? Mein Magen knurrt. Aber nicht noch eine Handvoll Insekten? Arbeitsbiene. Und wir haben Eier. So, komm, können wir jetzt endlich mal, Nee, fehlt immer noch. Lagerfeuer, brennt immer noch ein Trinkschlauch, ey. Ah ja. Und zwei. Tierhaut, nice. Und der ist jetzt verschwunden. Schade. Okay. Aber jetzt können wir endlich den Wasserschlauch wieder bauen. Und den Konstruktionshammer. Sehr, sehr cool. So, da haben wir das. Da kommen immer noch ein paar mit. Nee. Kommen hier noch bestimmt noch ein paar? Was ist denn jetzt? Stehe ich nicht so an. Da ist schon ein Ei. Bist du wieder satt? Sehr gut. Nur ein bisschen wehgetan. Na? Komm hoch mit dir. Sehr gut. Wieder hier unten. Können wir den jetzt reparieren?
Bisschen immer was einsammeln. Ja, schön volles Material haben. Ne? Kann man den Wasserschlauch auffüllen. Schönes VR-Spiel, muss man sagen. Richtig geil. Wie gesagt, geilsten ist halt echt Skybox, Wetterwechsel etc. Das ist halt richtig schön. Und wenn das hier schon von den Texturen halt schon in Jahre gekommen ist, ist insgesamt das Gesamterlebnis sehr, sehr gut. Gerade auch hier wieder Lichteffekte, ne? Super. Gehen wir mal zum Wasser und füllen den Wasserschlauch jetzt auf. Ah, reparieren Y, okay. Gegenstand zurückgeben, genau. Warte. Wasserschlauch. Ja. Muss ich hier irgendwie ausrüsten? Nein. Wie kann ich denn den nochmal ein Objekt zuweisen? Hier. Müssen wir mal überrascht werden. Ach, das sieht so gut aus. Guckt euch das mal an. Richtig schön. Einfach nur schön. Mehr? Nee, falsch. Ach, Mann. Das war doch hier in dem Menü, meine ich, irgendwie. Nee. Falsch. Aha, so. Ja, jetzt haben wir's. Alles klar, cool. Sollte der den Wasserschlauch auffüllen? Idiot. Hat er jetzt getrunken? Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. So, machen wir nochmal Trick 17. Ich hasse den Dunkeln. Oh, wirklich, nicht meins, die ganze Zeit am Dunkeln rumzulaufen. Ist mir auch egal, weil ich mag es nicht im Dunkeln, ja. Und wenn das so geht, mache ich das so. Fetch aus. Ein besseres Spielerlebnis. Ha! So, das immer wieder. Was ist denn mit dir? Dein Hunger beginnt dich zu schwächen. Ja, mein Hunger. Wo haben wir denn hier? Gibt's da. Habe ich nur noch ein paar Eier? Wo sind denn die Eier hin? Aber die sind hier im Menü, ne? Ja. Satt. Sehr gut. Okay, dann können wir jetzt weitermachen mit dem, was man eben bauen wollte. Das Fundament. Aha. Alles klar. Erstmal den Hammer ausrüsten. Machen wir. Mal hier, ne? Nehmen wir die Steinaxt weg. Nein. Nein. So. Gegenstand zurückgeben. Und dann Menü. Dann den Konstruktionshammer.
Nein, nicht nochmal einen herbauen. Meine Fresse. Wollte ich gar nicht. Im Menü müsste der auch sein. Hier, im Inventar. Genau. Da dürfte das nämlich nicht passieren. Was ist denn jetzt? Wieso mein Hunger? Ich habe doch eben was gegessen. Hier ist noch ein Ei. So, den Hammer ausrüsten. Alles klar. Dann bauen wir hier. Ja, sieht doch gut aus. Aha, nicht genügend. Mehr Steine brauchen wir. Alles klar. Also mit dem greift er uns an oder können wir mit dem auch reden? Gehen wir ohne Waffen zu dem. Sag mal, moin, wie geht es dir? Nee, die wollen nicht mit uns reden. Alles klar, dann haben wir das erledigt. Ey, lass mich doch in Ruhe! Ja, genau. Muss meine Kumpels. Ja, die helfen mir dabei bestimmt nicht. Ah ja, ist klar. Alter. Boah. Sterbe schon wieder, ey. Ey, was soll denn das? Geht doch euren eigenen Weg. Geil. Ha. Ist das cool. Kann ich hier klettern? Ja, dann bleib mal da ohne. Ey, nein, 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 nicht runterfallen. Dann hat doch keiner gesagt, dass du das machen sollst. Eieiei, jetzt mal ein bisschen Aloe Vera. Nein, warte mal. Ich immer diese gewalttätigen Menschen. Ganz schlimm. Oh. Mein Hunger will mich nicht wecken. Wir müssen was essen. Noch ein Ei. Vielleicht mal was kochen. Machen wir hier ein Lagerfeuer hin, komm. So war das, genau. Inventar. Nee, nicht so viel. Nein, nicht alles ablegen, Mann. Bisschen Holz nur. Aufteilen, dankeschön. Hä? Na egal, legen wir das jetzt mal. So, und das gehen wir jetzt. Und... Hier.
können wir nämlich schön warten, bis dann das alles zu dem trocken gekochten Fleisch wird. Und dann können wir das Holz wieder nehmen, ja. Jo, das war's. Hier reparieren. So. Sehr cool. So, dann halt. Machen wir weiter. Indem wir jetzt was essen. Klar. Warte mal. Inventar. Fleischfetzen, genau. Sehr gut. Dann essen wir was, Junge. Sehr schön. Und was brauchen wir jetzt noch? Steine. Das war es. Hä? Was hab ich denn euch gemacht? Sind das die anderen? Ja, ja. Schnell. Ah ja, der wird explodieren. Ach ja, genau. Steine kann ich ja genauso gut hier mit abbauen. Ah. Genau. Ja, nimm doch den Ast mit. Warum nimmt er den Ast nicht? Oh, jetzt hat er ihn. Na, guck mal hier. Na, den will ich jetzt nicht treffen, ne? Sehr geil. Geklappt, ohne den anderen zu treffen. Na? Triff doch mal das, genau. So, dann gucken wir mal, ob man dann doch jetzt hier ein Fundament hinbauen können. Ja, auch nice. So. Den Konstruktionshammer. Ah, siehst du?
Eine Mauer errichten. Wie? Warum keine Mauer? Doch, machen wir gleich. Wechsel. Nee, da nicht. Nein. Nein, ich will... Das. So, genau. Dankeschön. Den Steinpickel können wir auch mal reparieren. Dann rüsten wir den natürlich aus. Sehr gut. Sehr schön. Das hier. Fettraupe. Ha. Mein Magen knurrt. Ja, immer der Hunger, ey. So, dann wieder den Konstruktionshammer. Bauinventar. LB. Hier. Handsteinfundament, Sandsteinkeul, Sandsteintürrahmen. Mauer, alles klar, wählen. Alter. So. Ich sehe wieder nichts. Hasse ich das, wenn ich nichts sehen kann. Enden. Zurück zum Hauptmenü. Trick 17 funktioniert hier einwandfrei. Weil... Wenn man nichts sieht, ist halt doof, ne? Oh, mal wieder Tag. Perfekt, da sehen wir auch unsere schöne Mauer. Hä? Hab da noch mehr Mauerteile gesetzt. Naja. Konstruktionshammer. Nein. Nein, nicht drehen. So. Ah, fehlt uns wieder Stein. Gut. Mal wieder Stein abbauen. Ach, cool, dass du auch da bist. Alter, nimm mal eine andere Waffe am besten. Wo ist denn jetzt mein Speer? Na, hat der geworfen. Wo ist er? Da. Jetzt stell schon nicht so an. Sehr gut. Wieder Wechsel. Und Wildfleisch. Sehr gut. Haben wir noch Verbände? Haben wir noch. Und mein Speer. Gut, dass ich weiß, dass der Speer zum Werfen ist. Da.
So, dann. Tierhaut. Wildfleisch, sehr gut. Dann jetzt wieder den. Ja, die Spitzhacke ist doch wichtig. Lass mal da wer durchgehen. So. Eisenstein gefunden, nice. Der will wird von mir. Verschwindet. Ah, mein Steinpickel ist hinüber. Mist! Wie ärgerlich ist das denn? Nicht so viel passt. So, Ach so. Den konnte ich auch noch reparieren. Naja, dann ist das so. Oh, Wildfleisch bekommen. Sehr gut. Dann noch den letzten Verband. Da müssen wir auch neue Verbände mal herstellen. So, Verbände. Mal wieder Zeug dafür suchen. So. Dann gehen wir wieder zum Bau vom Eigenheim weitermachen. Wenn wir es wieder finden. Da hinten. Da auch noch Zeug für Verbände sammeln. Ich bin überlastet schon. Oh, krass. Da müssen wir ein bisschen Zeug loswerden. Machen wir das jetzt auch hier. Ah, der Konstruktionshammer. Warte mal. Ist das richtig?
Nee, das wollten wir nicht. Na egal, dann wird das halt ein Raum. So, dann brauchen wir noch eine Tür. Machen wir ein Dach. Brauchen wir ein Dach? So. Komm, wir machen hier noch ein. Oder? Ne, komm, das reicht. So, Gebäudewähler benutzen. Mit dem Konstruktionsmarker kannst du vorhandene Gebäudeseiten kopieren. Ja. Ach, Alter. Muss das denn jetzt sein? Mist. Höhe verringern, Höhe steigern, nice. Ich hätte gerne hier nochmal eine Tür. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Warte mal. Er kann ja nicht mehr anvisieren. Hat er jetzt gemacht, gut. Ey, ich hab da schon wie viele Mauern gebaut. Komm mal hier nochmal eine Mauer hin. Gut. Können wir immer noch irgendwas weiter dran bauen. Eine Decke bauen, hab ich doch auch schon gemacht. Machen wir erstmal hier weiter. Wollen wir da noch eine Decke hin? Zweite Etage. Gucken, dass wir noch eine Leiter hinbauen irgendwie. Ja, nicht genug Material. War ja klar. Nein. Also kleiner Tipp von mir, haltet euch an die Reihenfolge von diesem, von den Anweisungen, ja. Ist wohl besser. Oh, ich hoffe, das reicht jetzt. Das Baumenü wieder gehen.
Ne? Nein. So, und jetzt Decke bauen. Eine Tür bauen. Machen wir auch gleich. Ich kann schon. Brauche ich gar nicht. Kann schon hochklettern. Nice. Nee. Wieder eine Wand hätte ich gerne. Und dann hätte ich gerne hier jetzt eine Tür. Nein. Es wird schon wieder dunkel. Erstmal hier weg. Da ist ein Menü. Alles klar. Na? Nein. So, perfekt. Hab ich doch gerade. Ich hab doch gerade hier eine Tür gebaut. Hä? Ach so. Zwirn. Da muss ich Zwirn herstellen, Mann. Jetzt erstmal hier. Ein Bettlager hin. Warte mal. Schon zurückgeben. Na. Ah ja, ins Menü, genau. Genau. Einfach mal dahin. Jetzt nicht schlafen? Aha, Spawnpunkt, ja. Dann schreibt lieber am Tag, ist so. Schön ist, wir können es auch im Koop spielen. Das ist wieder ein tolles Spiel, was man zusammenspielen kann, ne? Conan Exiles. So. Super. Sollen wir eine Tür bauen, ne? Was brauchen wir? Fasern. Ach, hier die schon wieder. Alter.
Ranken. Bisschen Stein kann man ja später auch noch gebrauchen. Und bin wieder eine Stufe aufgestiegen. Richtig gut. Ja, so muss das sein. Akkulut bin ich jetzt. Okay. Mal gucken, wie ich diesen Zwirn herstelle. Pflanzenfaser dürfte ich, wenn sie dafür gebraucht werden, genug jetzt langsam haben. Glaube ich zumindest mal. Ja, komm. Ja, zu meinem Häusle zurück. Gucken wir mal. Checken wir das mal hier. Gehen wir mal ins Wissensmenü. Überleben. Stehe ich immer noch nicht. Okay. Neue Reise fortgeschaltet. Geht noch nicht. Ich glaube, als das braun ist, könnte ich halt nehmen. Und als das rot ist, noch nicht. So muss das sein. Ja. Aber wie mache ich denn jetzt Zwirn? Faserfesseln. Okay. Hört doch schon mal nett an. Versuchen wir jetzt nochmal Baumenü. Konstruktion. Genau. Das ist die Tür, ne? Zwirn. Ja, wie mache ich denn Zwirn? Erklär mir mal, wie ich Zwirn mache. Ich würde dir gerne verstehen. Wo kriege ich Zwirn her? Zwirn, da. Da, Pflanzenfaser. Hab ich doch gedacht. So, dann noch mehr davon. So, erstmal Baumenü verlassen, war hier.
Wollen wir wieder reparieren? Gib mir nicht auf die Nerven. Muss ich leider töten. Da ist er, ja. Explodiert er wieder, oder was? Ist ja widerlich. Aloe-Vera-Blätter gefunden. Nice. Ah, ziemlich guten. So. So, jetzt müsste ich das auch mal langsam bauen können. Alter, bleib mal da in dem Menü. Dankeschön. 24 herstellen, mach mal. Endlich mal eine Tür kriege. Zieht es nämlich in der Bude. Ja. Da will wieder einer aufs Gemäsch. Nein, nee, der plätzt. Ey, was für ein Hehl. So. Und Stein. Nice. So, die können wir jetzt platzieren. Super, Tür gebaut. Erstmal raus hier. Und dann einfach Holztür. Perfekt. Für ein Inventar. Holzkiste. Hä? So, um auch hier bauen. Dann das Menü war hier. Holzkiste. Da. Holzkiste. Reisefortschritt abgeschlossen. Sehr cool. Ja, und ich denke mal, reicht dann auch, um einen kurzen Eindruck hier zu bekommen zu Conan Exiles in VR mit der Pimax Crystal. Richtig nice. Aber ich wollte jetzt nicht klettern. Ich wollte die Tür nur aufmachen. Schön. Guck mal. Platzieren sie mir jetzt noch ihre Eier direkt vor die Tür. Nice. Ja, erstes Haus gebaut. Es wird langsam. Ja. Ist schön. Das wäre eine tolle Terrasse hier. Schön. Ja, nice. Also, gefällt mir sehr. Kann ich auch empfehlen. Besonders halt auch mit der Pimax Crystal. Schaut euch das mal an, Leute. Das ist einfach nur schön. Ein bisschen mal hier. Da sieht man die Animation nicht. So, können wir uns aber hier hinsetzen, ne? Geht ja auch. Oder? Warte mal. Nee, das nicht. Wo war das Menü jetzt gerade? Ja, macht nichts.
So, richtig schön. Also wie gesagt, gerade Wetterwechsel und was man alles sieht, so in der Ferne und so, die Weitsicht von dem Spiel, richtig nice. Richtig cool. Also Conan Exiles gerade, wie gesagt, geht auch im Koop. Müssen wir auch mal ausprobieren bei Gelegenheit. Was hat er jetzt? Ein Magenknurr. Ja, komm, da kriegst du noch was zu essen. Bitteschön. Ja. Müssen wir auch mal im Koop ausprobieren. Find's cool. Ja, kann man machen. In dem Sinne, allen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, allen noch einen wunderschönen Tag. Leute, wir sehen und hören uns. Haut rein. Bis dann. Ciao.